Diesmal nur kurz, was ist ein Feature-Vektor, was ist ein n-dimensionaler Raum oder ein n-dimensionaler Würfel, wie könnte man das zeichnen, damit es lustig bleibt. Und keine Angst, es ist nicht so mathematisch, aber ein bisschen was im KI ist halt immer Mathe. Aber keine Angst, ich versuche es einfach zu halten. Also wir haben hier zwei Feature-Vektoren und ein Feature-Vektor ist nichts anderes als ein Datensatz. Ihr könntet euch vorstellen, eine Zeile im Excel. Die Spalten sind dann die Features. In diesem Fall ist der Feature-Vektor V und die Daten sind A0, A1, A2 bis A1. Oder wir haben einen Feature-Vektor A0, A1, A2 bis A1 und ein Label dazu. In dem Fall hätten wir dann überwachtes Lernen. Ja, denn wir haben ja, wenn wir überwachtes Lernen haben, dann haben wir ja die Antwort bereits dabei und die Antwort, das nennt man dann gerne Label. Gut, also stellt euch vor, eine Excel-Tabelle. Wenn wir jetzt ein KI-System trainieren wollen, überwacht oder unüberwacht, dann sind wir im Endeffekt so, dass jede Spalte im Excel ein Feature ist, etwas, das die Daten repräsentiert und jede Zeile ein Datensatz. Wir machen dann Beispiele dazu. Gut. Dieser Feature-Vektor, der spannt jetzt einen n-dimensionalen Raum auf. Das hört sich furchtbar kompliziert an, ist es aber dann nicht mehr, wenn man sich mal überlegt, wie wird eigentlich ein Raum generiert. Also wir haben einen eindimensionalen Raum, das ist eine Linie. Wir haben einen zweidimensionalen Raum, das wisst ihr alle, das ist eine Fläche. So, wie generiert man jetzt aus einer ersten Dimension eine zweite? Wir nehmen, was wir schon haben, verdoppeln das und verbinden die Eckpunkte zueinander. Das ist sozusagen die Bildungsregel. So, wenn wir eine dritte Dimension haben, dann haben wir einen Würfel, das wissen wir. Und wie erzeugen wir aus einem zweidimensionalen einen dreidimensionalen Raum? Wir nehmen, was wir schon haben, verdoppeln das und verbinden die Eckpunkte. Und diese Bildungsregeln, das lassen sich jetzt auch für mehrere Dimensionen ja, anwenden. Also vier Dimensionen bedeutet, wir nehmen, was wir haben, verdoppeln das und verbinden die Eckpunkte. Das ist zum Zeichnen nicht mehr schön, aber wir befinden uns in mehreren Dimensionen. Also ein Datensatz, wenn wir einen Feature-Vektor haben mit drei Features, wären wir in einem dreidimensionalen Raum. Wir haben jetzt aber häufig Feature-Vektoren in vielen, vielen Dimensionen. Und dadurch ergibt sich jetzt ein mehrdimensionaler Raum. Das Schöne ist aber, dass wir, ja, dass wir schlussendlich diese Räume auch in mehreren Dimensionen die gleichen Rechenregeln haben wie bei geringen Dimensionen. Wir können Abstände berechnen zum Beispiel. Das geht relativ einfach. So, gesucht ist meistens, wenn wir zum Beispiel klassifizieren, die n-dimensionale Fläche, die das unterteilt. Ist immer um 1 weniger als der Merkmalsraum. So, was ist jetzt zum Beispiel ein Feature-Vektor? Ein Feature-Vektor zum Beispiel ist Folgendes. Wir haben einem Feature-Vektor, der das Genre, den Hauptdarsteller, den Produzenten, die Zeit und eben das Label, ob es dir gefallen hat oder nicht gefallen hat, entsprechend drinnen hat. Und dann gibt es zum Beispiel, könnte es geben, einen Filmvektor 1 ins Action mit Angelina Jolie von den Warner, spielt in der Gegenwart und der hat dir gut gefallen. Das wäre ein Vektor mit 1, 2, 3, 4 Features und dem Label für überwachtes Lernen. Ein zweiter Feature-Vektor wäre jetzt zum Beispiel Sci-Fi mit Kirk in der Zukunft und hat der auch gut gefallen. Ein dritter Feature-Vektor oder Film-Vektor wäre ein Drama mit DiCaprio in der Vergangenheit und so weiter und so weiter. Und die KI hat jetzt dann zukünftig die Aufgabe, herauszufinden auf Basis dieser Daten, die dann hoffentlich auch aussagekräftig sind, herauszufinden, ob dir ein Film gut gefallen wird in der Zukunft oder nicht. Ja, das ist eine klassische Aufgabe, wie sie zum Beispiel Netflix oder Amazon Video haben. Bei dem Thema Videovorschlag. Ja, in der Recommendation Engine, da geht es auch so, die User geben entsprechend Feedback, wie ein Film gefallen hat, etc. Und die geben jetzt alle möglichen Informationen zu vom Film, aber auch Infos rundherum in so einen entsprechenden Feature-Vektor, also in einer Excel mit verdammt vielen Spalten und versuchen dann eben das entsprechend rauszufinden. Das heißt, jeder Film wäre jetzt ein entsprechender Punkt in so einem mehrdimensionalen Raum. Ihr könnt jetzt vorstellen, dass die Action, Sci-Fi, Drama etc. zum Beispiel ein Enum ist.
und auch viele andere Sachen. Gut, andere Feature-Vektoren zum Beispiel. Geschwindigkeit, Tempo, Regen, Schnee, Licht, Einschlagwinkel etc. beim Thema autonomem Fahren. Lernaufwand, Fach, Professor, Aktivität am Vorabend und so weiter ergibt zum Beispiel dann eine entsprechende Note oder Erfolgswahrscheinlichkeit. Ja, wie gesagt, das Gedankenmodell, das ihr euch verwenden könnt, ist Excel. Und ja, wie hier etwas abstrakt dargestellt, Feature 1 bis irgendwas und hinten das Label für Supervised Learning. Wenn die gelbe Spalte nicht dabei wäre, hätten wir Unsupervised Learning. Ja, so viel mal zur Basic-Einführung, was sind Feature-Vektoren. Und wie gesagt, so ein Feature-Vektor spannt einen mehrdimensionalen Raum auf und jeder Datensatz entspricht dann einem Punkt in diesem Raum. Und diese Punkte lassen sich jetzt clustern, zusammenfassen, Abstände zwischen den Punkten berechnen und all das wird dann eben gemacht bei den KI-Algorithmen, die dann folgen. Vorher schauen wir uns noch ein paar Details zu den Features an. Und wenn es euch gefallen hat, lasst ein Abo da.